Wir sind zurück, liebe Freunde, bei Alan Wake und müssen eine Tür öffnen für Barry. In diesem Spukhaus. Kontrollpunkt erreicht. Ich glaube, hier ist es, oder? Ein Generator. Probieren wir es. Was ist das? Was müssen wir tun? Ja, in der letzten Folge waren wir bei dieser Farm, die unter uns liegt. Das war richtig übel. Das war richtig übel. Da haben wir so viel Rock'n'Roll gespielt. So viele Besessene kamen auf uns zu. Und wir sollen mal wohl diesen Schalter bestätigen. Beziehungsweise betätigen. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Sie hatten das Gebräu. Treten. Yeah, Sesam, öffne dich. Ja, Freunde, in der letzten Folge wollten wir auch zumindest hier durch die Scheune und so gelangen. Leider sind alle Türen irgendwie abgeschlossen. Jetzt sollen wir wieder eine Tür öffnen, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Und das eben für Barry. Hier kurz alles nehmen. Nehmen einfach mal alles mit, sollten wir tun auf jeden Fall. Oh, genug Munition haben wir, aber wir haben keine Leuchtpistole. Das finde ich sehr, sehr schade gerade. Kann ich das Teil eigentlich nutzen? Nein. Boah, wehe, das Ding geht an. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Kommen wir hier raus? Ne, die Tür ist abgeschlossen. Dann müssen wir hier außen herum, ne? Ich glaube schon. Wahnsinn, schaut euch das mal an. Ja, gehen wir erstmal zu Barry. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, 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 nein! Los, stirb! Der muss dran glauben. Sekunde, Leute. Ach du Scheiße. Wohin fährt der denn? Okay, der ist zerstört. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen ausweichen. Lass mich in Ruhe. Das sind zum Glück nicht so viele. Gott sei Dank. Sind nur die, oder? Ich denke mal schon. So, du auch noch? Und jetzt du. Zwei Schüsse. Oh, nein, nein, nein. Nicht du schon. Wieder Grantelbart. Na gut. Dann komm her. Andere gibt's hier nicht, ne? Der Typ ist wahnsinnig. Nimm das. Und nochmal. Zwei Schüsse mit der Shotgun. Wenn man genau gut trifft. Super. Die Schrotflinte ist doch sehr praktisch, sage ich mir jedes Mal hier im Spiel. Ohne Shotgun wäre das alles ein bisschen langweilig. Und er hat sich irgendwie hier durchgeschlendert. Hier soll man wohl auch durch, oder? Oh Gott, hier liegt eine Axt von ihm oder so. Oder ein Hammer. Kann man hier durch? Über die Leiter. Na gut, ich glaube, wir müssen da durch diesen Raum da hinten, Leute. Ich will ehrlich gesagt Barry auch nicht zu lange warten lassen, denn der Kerl wartete schon ziemlich lange. Wir haben ihm gesagt, er soll sich keine Sorgen machen. Hier kann ich, glaube ich, was eintreten. Nee, doch nicht. Hier ist aber ein Schlüssel. Der Silo-Schlüssel. Damit kann ich auf jeden Fall für Barry die Tür öffnen. Aber wo? Könnte sein, dass er sich auch hier irgendwo befindet. Wo ist denn die Tür? Hier, genau, hier hinten, Leute. Hier wollten wir ursprünglich bist du das da draußen, Kumpel? Lang. Ja, ich bin's. Warte! Ich mache eben auf. Los jetzt, Mann! Ja, das würde ich auch sagen. Die Andersons. Ja, nur die wussten irgendwie scheinbar Bescheid, was abläuft. Die uns nichts vorenthalten wollten. Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Okay, warum nicht? Ah! Hey, ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Oh Gott, ich sehe echt Schlimmes hier, glaube ich, auf uns zustoßen. Das sieht hier nicht mehr so frisch aus. Wir schaffen das!
Komm, machen wir eben auch noch. Zieh durch. Übel, übel, übel. Da würde ich nicht so einfach reingehen. Was steht denn hier? Only God knows the truth. Okay, nur Gott weiß die Wahrheit. So, das Haus ist verlassen, das steht fest. Kein Licht ist an. Ob das Sinn ergibt? Wir müssen jetzt einmal durch. Willst du oder soll ich? Dann gehe ich eben als erstes. Die Lichter sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Immer ist das die Sicherung. Ich höre auf jeden Fall Fußtritte. Auf jeden Fall, ja. Und hier haben sie wohl irgendwie Instrumente oder so gespielt. Die sind eigentlich ganz cool, diese Andersons. Natürlich sind das jetzt ein bisschen anderswertige Menschen. Damit meine ich jetzt nicht schlechte Menschen oder sowas in der Art, sondern eben, ja, Rock'n'Roll-Typen. Die interessieren sich sehr für Musik. Hier ist nochmal Thermosflasche. Ich finde es cool, wenn Menschen so musikbegeistert sind. Hat einfach einen Stil für sich. So, hier muss doch irgendwo die Sicherung sein. Oder ist das oberhalb? Meistens ist das ja eigentlich im Keller, aber hier bei den Häusern hier, bei dem Baujahr, ist das wohl Dieser scheinbar Ort oben sieht lang. Sieht nicht bewohnt aus. Die Andersons sitzen doch in der Klapsmühle. Moment, hier glaube ich. Hier ist doch die Sicherung. Mach an. Oh, können wir reparieren. Keine Axt drin. Hey, ein Wunder ist geschehen. Die Schallplatte reparieren. Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau, stimmt. Okay, einmal kurz hier. Manuskript haben wir jetzt gerade gefunden. Nochmal das Geheimnis der fehlenden Woche. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Für die Leute, die es lesen wollen, wie immer Stopp drücken. Und wo kommt diese Musik? Hier, Schallplatte abspielen. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Okay, und so voll verrückter Typ ist, halt dich zu dir, Herr Graf. Hör mal, El. Du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was tun die bloß rein in das Teil? Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzer und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß, alles. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. Thank you.
Was zum Teufel, zur Hütte gehen. Wir sind, glaube ich, in dem... Alan? Alan, wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme. Alles wird gut. Ich komme. Es war ein wirrer Traum im Rausch und doch mehr als das. Hilf mir! Es war die Wahrheit. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was Alice? Passiert war. Alice? Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Jenseits dieser Erinnerung war nichts. Ich musste meinen eigenen Spuren folgen, um zu erfahren, was in jener Nacht passiert war. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. In die Hütte zurückgehen. Alter Schwede, ich bin ein bisschen gerade... Ich will nicht sagen überfordert, aber das war ja schon das erste Mal, was wir erlebt hatten. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Was zum Teufel? Dann gehen wir mal direkt nach oben. Sie muss hier wenn sie noch lebt. Sein. Nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Gordon Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass sie schreiben. Ich sage, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Also ist sie gefangen. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde Alice retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne. Aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier. So steht es geschrieben. Ich warte auf mich, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Thank you.
Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist Ihre Schuld und Sie bezahlen dafür. Was zum Teufel? Unglaublich. Heftig geil, Freunde. Ende von Folge 4 und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es auf jeden Fall in der nächsten Folge weitergehen wird. Hammer, was da jetzt gerade wieder passiert ist und was genau eigentlich wirklich stattfindet. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant und ich glaube, in der nächsten Folge wird es vielleicht interessanter, denn da haben wir es, glaube ich, sogar mit der Polizei zu tun. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid dann wieder nächstes Mal dabei.